Folge Nummer 4 der Borussia Dortmund-Karriere. Wir sind also zurück. Euer Support ist weiterhin anhaltend. Absoluter Wahnsinn. Euch gefällt diese Folge? Das ist richtig, richtig geil. Dann lasst super gerne natürlich auch einen Daumen nach oben da. Weiter fleißig kommentieren und natürlich auch kostenlos abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Intro auf jeden Fall weg. Facecam klein und wir besprechen, was in dieser Folge alles so ansteht. Blicken wir auf den Kalender, sehen wir zuletzt das 3:0 in Bremen. Jetzt wartet Freiburg zu Hause, dann wichtig in der Champions League gegen Benfica Lissabon. Wir haben die TSG in der Liga. Wir haben die Bayern im DFB-Pokal. Und auch danach in der Liga. Und in der Liga sieht es bis dato richtig gut aus. Wir grüßen nämlich von der Tabellenspitze, haben nur 2 mickrige Gegentore, das ist der absolute Wahnsinn, sind aber gleich auf mit den Bayern. Und wie gesagt, im DFB-Pokal, Einstiegsrunde als Bundesligist ist die zweite und da kommt es direkt zum deutschen Klassiker. Wir spielen also das Pokalspiel in München und dann, ja, 3-4 Tage später tatsächlich auch das Ligaspiel in München in der Allianz Arena. Wir gucken einfach mal. Und danach könnte man vielleicht in der Simulation hier auch noch Benfica mitnehmen, wobei weil man Leipzig eigentlich auch wieder selber spielen möchte. Aber wir haben in dieser Folge, glaube ich, genug, was wir auf jeden Fall selber spielen wollen. Ihr seht aber auch anhand der Live-Ratings, unsere Mannschaft ist super gut drauf mit Kobel, Wolf, Süle, Schlotti, Benzebaini, Emre Can als Kapitän. Und da habt ihr auch in die Kommentare geschrieben, Emre Can ist tatsächlich natürlich der neue Hauptkapitän beim BVB. Und wenn er mal nicht spielt, ist es Gregor Kobel. Ja, ich habe tatsächlich auch manchmal Marco Reus, wenn er denn in der Startelf war, auch die Binde gegeben. Einfach nur so ein bisschen, ja, Identifikationsfigur, so ein bisschen Nostalgie. Aber ihr habt schon recht, also Ersatzkapitän wäre dann Gregor Kobel, Sabitzer auf der 8, Brandt auf der 10, Malen, Haller und Adeyemi. Bei Adeyemi meintet ihr, bitte lasst Adeyemi auch gerne öfter spielen, machen wir, wollen den ranführen, genauso auch einen Moukoko. Und Sancho wäre halt vom Gesamtrating jetzt einer, der es eigentlich mittlerweile dann auch in die Startelf packen könnte, packen müsste und vielleicht nimmt er den Plan oder den Platz von Malen ein und Adeyemi wäre dann auf der anderen Seite. Könnt ihr gerne mal auch eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben. Wir haben hier bereits einige Spieler verliehen, Rote, Kulibaly, und ihr seht es ja im Hintergrund, da kommen noch ein paar mit dazu. Wenn nicht jetzt, dann auf jeden Fall zur Wintertransferphase sind ja auch schon einige Dinge durchgegangen. Wir haben hier Duranville, der mittlerweile +4 an Gesamtrating bei UD Levante. Das macht er auch richtig gut. Und ansonsten kriegen wir es, glaube ich, auch ganz gut hin, einfach hier mit der Rotation. Wir schaffen es immer wieder, einfach Spieler reinzubringen, die eigentlich vielleicht vom Rating her nicht unbedingt Potenzial für die Startelf hätten. Und das ist doch das Wichtige für uns. Fresneda wechselt dann noch zu Sporting, Koch wechselt zu Kopenhagen. Und wir haben natürlich auch ein sehr unkonventionelles Deal später mit Gio Reyna hier und Atletico Madrid. Gürpitz wechselt noch zu Gil Vicente. Also der Kader wird zur Wintertransferphase ein bisschen ausgedünnt. Wobei man logischerweise im Umkehrschluss noch immer aktiv werden könnte. Wir haben nämlich noch 35 Millionen an aktuellem Transferbudget aktuell auf unserer Liste. Also, das ist unsere Mannschaft. Wollen wir gar nicht so viel Zeit verlieren und gehen ins erste Spiel dieser Folge. Der SC Freiburg ist zu Gast in Dortmund. Und da wir natürlich weiter von der Tabellenspitze grüßen wollen, ist es hier essentiell wichtig, Spiele zu gewinnen. Und wir gehen gegen Freiburg, würde ich sagen, einfach mal in die schnellste Simulation und erhoffen uns natürlich den nächsten Sieg in der Liga. Wieder mal zu Null. Julian Brandt ist der einzige Torschütze in diesem Spiel und damit Man of the Match für uns. Sabitzer sah früh gelb, der ja, hat es dann aber doch irgendwie auch gut über die Bühne gebracht. Julian Brandt, Minute 20, 1:0. Völlig minimalistisch, aber trotzdem mit dem maximalen Ertrag. Und ich denke, statistisch betrachtet waren wir auch die überlegenere Mannschaft, konnten das auf der Anzeigetafel, wenn auch nur knapp, aber auf jeden Fall bemerkbar machen. Freiburg die Null und Kobel natürlich auch. Nimmt man sehr, sehr gerne mit. Jetzt ruft die Champions League und Benfica Lissabon, dort werden wir in die lange Simulation gehen und ihr meintet auch, ihr fändet das ganz cool, wenn wir dann die Spielzüge von den Toren einfach so im Nachhinein noch mal ein bisschen drüber kommentiert oder mit reinschneidet. Können wir sehr, sehr gerne machen. Dortmund aktuell auf Platz 1 nach dem spektakulären 5:1 an der Anfield Road, nach dem ja nur 0:0 gegen Kopenhagen. Es ist also wichtig, Benfica auch hinter sich zu lassen, im besten Fall mit 3 Punkten. Es wird nicht ganz so viele Änderungen geben, denn wir wollen natürlich schon auch mit der Top-Hilfe hier ablaufen. Nicht ablaufen, sondern auflaufen. Ihr wisst, was ich meine, unsere Mannschaft in Bestbesetzung, es gibt eigentlich keinen Handlungsbedarf und nicht nur eigentlich, sondern es gibt keinen. Auf der anderen Seite ist es eine starke Mannschaft, die man keinesfalls unterschätzen darf. Jetzt auch gerade die vergangene Spielzeit unter Roger Schmidt in der Liga so lange ohne Niederlage geblieben, haben völlig souverän dann auch die Liga NOS oder Liga Portugal gewonnen und auch in der Champions League war, glaube ich, erst im Viertelfinale Endstation. Lange Simulation, wir wollen wichtige 3 Punkte für die Champions League und daran werden wir jetzt alles setzen. Erster Spielzug über die Außenbahn und da ist die Führung. 5. Minute, Sebastian leer und ich habe es tatsächlich mitkommentiert. Das ist die frühe Führung, nimmt man natürlich mit, ist ja ganz, ganz klar. Ich versuche jetzt einfach auch hier in der Simulation einfach viel zu kommentieren, sodass wir hier im besten Fall alle Tore live drauf haben.
Haller, 3 Minuten später, das muss das 2:0 sein. Und dann wäre hier eigentlich schon mal ziemlich schnell klar, wo es hingehen soll. Aber das macht's 3 Minuten später. Darauf wiederum Doppelpack Haller, 11. Minute. Benfica wird komplett überrannt. Und das ist mal ein Start nach Maß absoluter Wahnsinn. Ballverlust jetzt aber im Spielaufbau von uns. Und Benfica bestraft das. Das ist Gonçalo Ramos. In der Realität jetzt neuer Spieler von Paris Saint-Germain. Ein Jahresleihe plus Kaufpflicht von knapp über 80 Millionen. Ja, Fehler im Aufbau, Benze Baini. Und dann ja, fliegt uns das Ding leider um die eigenen Ohren. Jetzt aber, das sieht wieder richtig gut aus. Und Flachodimos, der macht das auch super. Hat schon zweimal echt glänzend pariert. Zumindest, was man hier halt rein optisch anhand dieser Simulation so ein bisschen reininterpretieren kann. Wir setzen uns aber wieder vorne fest. Lassen uns gar keinesfalls irgendwie beeinflussen oder auch hier einschüchtern. Nimmt man auf jeden Fall aktuell mal das 2:1 hin. Aber Benfica ist nicht ganz ohne Chancen. Ja, da muss Kobel ran. Nächste vielleicht hier. Lea, das ist der Hattrick und sogar ein richtiger Hattrick. 3 Tore in einer Hälfte. Minute 45. Wir machen's gut und schauen wir auf die Statistiken hier. 9:2 Schüsse in der ersten Halbzeit, die jetzt dann erst gleich rum ist. Also das ist hochverdient, würde ich behaupten. Aber auch wieder Benfica, die sich vorne festsetzen. Kobel rettet da erneut. Aber ich finde es, glaube ich, auch ganz geil hier mit dem Commentary. Eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Ihr wollt ja, dass ich die Spielzüge mit reinbringe. Und ich denke, dann kommentiere ich sowieso mehr. Und wenn es dann einfach so ein Spiel ist mit sehr vielen Chancen, wie dieses Jahr der Fall ist, dann ist es doch auch ganz interessant für euch. Nächster Anlauf, wieder Haller. 4:1. Was macht dieser Typ? Über außen, ich glaube, es war Sancho auf Brand, auf Haller. 4:1, das ist, glaube ich, jetzt die Vorentscheidung. Vor allem, weil wir wiederkommen. Haller auf Brand, 5:1. Ja gut, das ist jetzt endgültig. Deckel drauf. Wir haben Stand jetzt das Ergebnis vom 2. Champions-League-Spieltag in der Gruppenphase bei Liverpool. Jetzt hier zu Hause. Das ist ein Fest und wir hören gar nicht auf. Wir haben jetzt übrigens 3 oder 4 Mal sogar gewechselt. Das ist auch Moukoko, der sich beinahe in die Torjägerliste mit eingereiht hat. Aber was nicht ist, kann auch werden. Auch Fresneda ist im Spiel und unter anderem auch ein Marco Reus für Sabitzer. Also wow, das ist eine Fußballparty heute. Eine Gaudi im Signal Iduna Park. Das ist ein Fest für alle Fans. Und viel mehr ist dann auch nicht passiert. 5:1. Hier seht ihr nochmal die kompletten Wechsel. Also wow, Haller mit einem Viererpack. Und damit stellt er auf jeden Fall eine recht hohe Messlatte erstmal auf, was die Top-Torjägerkrone vielleicht in der Champions League angeht. Denn mit Sicherheit hat er auch bei der Anfield Road getroffen. Und wenn er so weitermacht, dann ist das Zweistellige eigentlich nur eine Formsache. Jetzt sehen wir auf jeden Fall das Spiel hier in der Pre-Zero Arena. 3 Spiele in Folge auswärts. Also erstmal Hoffenheim. Da wollen wir natürlich schauen, dass man vielleicht ein bisschen rotiert. Wobei auch nicht zu viel, denn später kommen die Bayern. Also es ist jetzt nicht so, dass man eine englische Woche hat, wo man gegen einen vermeintlichen Abstiegskandidaten spielt und nach den Bayern, ja gut, haben wir dann 4 Tage, dann warten auch wieder die. Aber die haben das gleiche Problem wie wir. Wir müssen irgendwo natürlich mit der besten Elf auflaufen, müssen aber auch natürlich in Sachen Moral und Fitness ebenfalls auf einem gewissen Level sein. Schauen wir mal, es gibt ein paar Änderungen. Ihr wolltet nämlich auch, dass Felix Metscher ein bisschen öfter zum Einsatz kommt. Özcan, Reyna, Hummels und auch Malen. Ich meine, die Mannschaft hat trotzdem super Qualität und ich würde behaupten, wir sind auch das beste Team im Vergleich zu dem Team aus Sinsheim. Wir gehen also in die Schnellsimulation, springen direkt ans Ende dieser Partie und holen ein 2:1. Let's go! Ganz, ganz wichtig. Wieder mal Haller. Der Mann ist in bestechender Form. Skov dann mit dem Ausgleich und dann dauert es sehr, sehr lange, ehe Karim Adeyemi in Minute 81 den so erlösenden 2:1 Siegtreffer für uns schießt. Und damit holen wir weitere 3 Punkte. Egal wie, trotz Rotation, perfekte Vorbereitung für den Kracher in der Allianz Arena DFB-Pokal. Runde 2 in Klammer, die erste für uns. Wir wollen auf jeden Fall weiterkommen. Ja, wir wollen nicht einfach so das Feld kampflos den Bayern übergeben. Es gibt ein paar Änderungen, die seht ihr soweit im Hintergrund. Rierson anstelle von Benze Baini, der war nicht bei 100%, genauso wenig Niklas Süle. Klostermann kommt dafür rein, aber ansonsten ist die Mannschaft, soweit es geht, eigentlich in Bestbesetzung. Sancho auch wieder zurück. Wir werden vermutlich die Trikots mal noch anpassen oder sollen wir einfach so spielen? Ja, komm, das sind die Auswärtstrikots, die Bayern in Rot. Man kann das jetzt sicherlich gut auseinanderhalten. Es ist also der 2. oder in dem Fall 1. Pflichtspielklassiker. Supercup ja leider gegen die Bayern dann im Elfmeterschießen verloren. Wobei man den jetzt einfach mal ausklammert. Fokus auf die Liga und auf den DFB-Pokal und natürlich die Champions League. Aber die 2 Wettbewerbe, wo wir vor den Bayern landen wollen, ist der DFB-Pokal einer davon. Und damit starten wir also jetzt in der Allianz Arena rein in eines von 2 Spielen innerhalb 4 Tagen, die wir in München gegen die Bayern auf jeden Fall bestreiten müssen. Und Wolf, 1. Ballverlust.
Kingsley Coman. Die Bayern werden natürlich auch vorne ein bisschen was machen wollen. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Schlotterbeck ist das erste Mal dazwischen und dann wollen wir diese Tempogegenstöße und im besten Fall einen Sebastian Haller, der ähnlich gut aufgelegt ist wie zuletzt und dann auch vielleicht mal als Vorbereiter. Die Bayern aber schaffen es. Ihr merkt, beide haben hier heute ein bisschen was vor und das sieht doch auch mal ganz gut aus. Aber der letzte, ja, Feinschliff fehlt noch. Aber es sind erst 5 Minuten gespielt. Also das kann ja natürlich auch noch kommen. Jetzt aber Fehler der Bayern im Spielaufbau und jetzt ist die Lücke groß. Sancho, das ist Haller und das ist das 1:0. 7. Minute, Manuel Neuer bewegt sich nicht mal. Hat er den Ball irgendwie am Tor vorbeigehen sehen? Keine Ahnung. Sebastian Haller trifft mal wieder. Er öffnet also das 3. Spiel in Folge mit seinem ersten Treffer oder mit einem eigenen Treffer hier. Und damit gehen wir doch recht früh in Führung. Hier Ballverlust, ich weiß gar nicht, von Goretzka raus auf Sancho. Und dann mit dem schwachen Linken, perfekt platziert ins Eck. Ich glaube, da wäre Neuer, selbst wenn er gesprungen wäre, absolut chancenlos gewesen. Nächster Fehler der Bayern, diesmal Balleroberung Haller. Brand auf Haller und der ist wieder drin. 9. Minute. Was bitteschön passiert hier? Wieder mal mit links und wieder auch perfekt platziert. Sabitzer war es mit der Balleroberung, nicht Haller, aber dann Haller hoch auf Brand und der schickte dann wieder hier den Nationalspieler aus. Ich glaube mittlerweile ja Ghana oder wo ist er hingewechselt? Nee, Elfenbeinküste. Genau, ich glaube zuvor war er, glaube ich, mal als Niederländer offiziell aufgeführt. Ich weiß es nicht zu 100%. Edin Terzic ist aber zufrieden und wir auch. Das ist ähnlich wie gegen Benfica Lissabon. Ein perfekter Start hier. Aber der könnte jetzt gedrückt werden. Wobei, das ist Kobel. Das ist die erste Bayern-Chance. Und wir schaffen es dann mit vereinten Kräften, auf jeden Fall den deutschen Rekordmeister hier noch nicht zu einem ersten eigenen Treffer kommen zu lassen. Die Flanke kommt. Emre Can ist da. Nee, Kobel. Aber hier ganz entspannt. Die Kugel muss er natürlich auch pflücken. Und dann machen wir es aber selber schwer. Und wieder Kobel. Meine Güte, warum plötzlich so viel Unsicherheit? Was ein Ball von Sancho auf Julian Brandt und der erste Kontakt ist absolut Weltklasse. Das ist Brandt und das ist die nächste Chance. Aber auch schön von Kingsley Coman mit nach hinten gearbeitet. Also auch Konterdinger können wir wieder weiter gut ausspielen. Julian Brandt jetzt bei der Ecke, da steht allerdings niemand und deshalb wird vermutlich erstmal ein bisschen Ruhe reinkommen. Wobei der Ball nochmal heiß gemacht wird, Brandt, aber das müsste abseits gewesen sein. Ist es nicht. Die Kugel bleibt auch noch immer vorne bei uns. Die Bayern schaffen es nicht so wirklich Ruhe reinzubringen. Und jetzt dann war wohl irgendwo abseits, Hand, was auch immer. Die Bayern haben also wieder mal Ballbesitz. Das ist Sancho. Wieder einmal in die Mitte. Brandt wieder weiter auf Haller. Und dann vorbei an Neuer. Und dann muss die Flanke nochmal kommen. Aber wir spielen es leider nicht gut genug zu Ende. Ein 3. Tor liegt in der Luft. Die Bayern schieben extrem hoch. Die wollen jetzt auch hier den ersten eigenen Treffer erzwingen. Schaffen das aber bis hierhin noch nicht. Wow, und die Konterchancen, wenn wir sie richtig ausspielen, könnte das bereits der Deckel drauf sein auf dieser Partie. Klostermann ja übrigens heute auch drin, das habe ich jetzt gerade erst so wirklich bemerkt. Und ey, wir spielen es halt einfach auch perfekt. Das hier ist Jadon Sancho. Ja, vorbei an Cancelo, vorbei dann auch an Matthijs de Ligt und dann auch rein ins Netz. 3:0, 43. Minute, eine Machtdemonstration. Mit so einem Ergebnis habe ich absolut nicht gerechnet und deshalb können wir jetzt komfortabel mit diesem 3:0 aus der Pause rausgehen. Es gibt einen Doppelwechsel, Youssoufa Moukoko kommt ins Spiel und auch Jamie Bino Gittens, der hier vielleicht beinahe die erste Torvorlage hätte beisteuern können. Jetzt heißt es aber Verwaltungsmodus, also nicht absichtlich hinten reindrängen lassen, aber einfach ein bisschen die Kontrolle. Viel Ballbesitz, die Bayern beschäftigen und das muss nicht nur in der Offensive sein, aber natürlich auch. Und von daher einfach gucken, dass wir es irgendwie über die Bühne bringen. Und das ist eine Verletzung bei Klostermann. Das ist Klostermann, erster Einsatz im DFB-Pokal, einer der wenigen überhaupt erst im Dortmund-Dress. Und dann schon eine schwere Verletzung, erhebt sich das Knie, das sieht nicht gut aus. Ganz, ganz bitter, hier sehen wir nochmal die Situation, ja, und dann kommt er da unten blöd auf und merkt dann, das war's, es geht nicht weiter. Klostermann also raus, Sally Özcan kommt dafür rein, auf die 6er-Position und Emre Can, der Kapitän, reiht sich in die Innenverteidigerposition neben Schlotterbeck ein. Erschreckend wenig von den Bayern, Jamie Bino Gittens mit Youssoufa Moukoko im Zusammenspiel und mit der Vorentscheidung, Deckel drauf, 59. Minute, das 4:0. Das ist wirklich absolute Weltklasse. Also natürlich könnte man sagen, wir verstellen die Regler noch mehr, als wir sie ja aktuell sowieso schon pro den Gegnern gestellt haben und kontra zu uns. Aber ja, keine Ahnung, es funktioniert halt auch einfach alles und die Bayern sind nicht gut.
Also ich bin echt gespannt, wie das dann ja eine Woche drauf oder vier Tage später vielmehr in der Liga laufen wird. Aber guckt euch das mal an. Die kriegen ja nicht mal einen Ball auf 10 Meter an den Mann. Das ist echt katastrophal. Das ist ein bodenloses Spiel vom deutschen Rekordmeister. Und wir sind auf einem richtig guten Kurs. Ich meine, es ist noch jung in der Saison. Es ist die erste Pokalrunde. Man muss noch an ganz vielen anderen Teams vorbei. Aber sollten wir das irgendwie hinbekommen, dann sind wir auf einem super Weg. Jetzt aber erstmal Sadio Mané mit dem nötigen Glück. Aber gut, das sollte uns trotzdem noch nicht hier irgendwie aus der Bahn werfen. Und in der Liga könnte man auch mit dem direkten Duell gegen die Bayern irgendwo einen kleinen Schritt nach vorne gehen. Was wir uns natürlich auch so als Puffer ein bisschen erspielen wollen. Gucken wir einfach mal, was jetzt noch dabei rauskommt. Aber, oh Gottes Willen! Was ist das denn? Nur in den Mann! Nur in den Mann bei Youssoufa Moukoko. Und das kann auch mal eine rote Karte sein. Es gibt aber nur Gelb gegen Stefan Savic. Gut, er hat es jetzt nicht als typisches, ja, komplett hartes Foul oder auch nicht als Notbremse gesehen. Was man, wie ich finde, beides vielleicht auch ein bisschen anders interpretieren könnte. Nur in den Mann, ohne Chance auf den Ball. Da hatte Savic definitiv Glück. Nächstes Foul der Bayern. Frustfoul nach Frustfoul. Joshua Kimmich sieht ganz klar und auch wieder völlig zurecht die gelbe Karte im Duell mit Jamie Bynoe-Gittens. Der macht den Kapitän da mal ganz kurz rund und dann ja auch nur wieder in die Beine. Das Kontingent ist zwar noch nicht zu 100% ausgeschöpft, aber trotzdem kommt jetzt Joe Bellingham für Sabitzer. Spielpraxis für den Youngster, den jungen Bruder von Jude Bellingham. Und jetzt 20 Minuten, die wollen wir jetzt einfach noch ein bisschen verwalten, runterholen und dann natürlich ganz gemütlich, hoffentlich auch mit einer Top-Fitness ins nächste Bayern-Duell. Keiner fühlt sich zuständig, Bynoe-Gittens. 5-1, 72. Minute. Und auch Neuer ist heute nicht so gut drauf, als dass er solche Dinger vielleicht mal rausfischt. Und er hätte das Zeug dazu. An einem super oder vielleicht normalen Neuertag ist das hier vielleicht nur ein 3-1 und zwei Stück hält er irgendwo. Aber hier hält ja keiner was von verteidigen. Masraoui viel zu weit weg und dann ins lange Eck. Ja gut, okay, kann man vielleicht halten. Weltklasse, Moukoko für Brandt und wieder für Jamie Bynoe-Gittens. Und jetzt habe ich nur auf Brandt geschaut. Ah, oh, den wollte ich nochmal rüberlegen, muss ich dann wahrscheinlich selber machen. Dann wäre das einfach ein Hattrick gewesen für Bynoe-Gittens, der sich auch super eingebracht hat hier nach seiner Einwechslung. Es hat sich alles gelohnt. Es ist eine Macht. Demonstration. Die Bayern werden mit Sicherheit auch nicht unbedingt mit breiter Brust jetzt hier in das nächste Spiel in der Liga gehen. Aber nochmal, Bynoe-Gittens, jetzt den Dreierpack. Ja, nein, diesmal ist es das Aluminium. Der Pfosten rettet für Bayern. Das halbe Dutzend wird nicht vollgemacht, aber mit dem 5-1 gebe ich mich auch absolut zufrieden. Vor dem Top-Duell jetzt nach dem Pokal ist also vor dem Topspiel in der Liga, haben wir hier eine Tordifferenz von plus 17 bei 20 eigenen Treffern. Das ist der drittbeste Wert. Haben wir mit nur 3 Gegentoren natürlich wirklich alles zersägt. Aber neben uns Bayern und Leipzig in der Liga auch noch ohne Niederlage. Also Leipzig spielt gegen Freiburg. Ich denke, da können sie auch gewinnen. Und ja, wenn hier vielleicht jetzt als Beispiel wir die Bayern schlagen, dann wären es noch Leipzig und wir. Und das wiederum ist das nächste Ligaspiel nach dazwischen einem in der Champions League gegen Benfica Lissabon. Und der DFB-Pokal hat auch ergeben, wir müssen also zu Hause gegen die Breisgauer. Der Sportbund Freiburg ist zu Gast bei uns. Ja gut, Schalke ist leider nicht mehr mit dabei. So ein kleines Derby hätte ich auch extrem gefeiert. Und ansonsten, ja okay, ich meine, ich denke, wir sind jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, gerade weil die Bayern raus sind und auch Leipzig, die in Düsseldorf gescheitert sind, der absolute Top-Favorit auf dem Titelgewinn des DFB-Pokals. Und wir haben es in Sachen Fitness super gehaushaltet. Jetzt mal anstelle von Sancho, der war nicht bei 100%, aber auch nicht wirklich kaputt, genauso auch Julian Brandt, dafür aber Marco Reus, denn ich möchte ihn auch einfach spielen lassen. Und ja gut, natürlich gibt es ein paar Änderungen im Vergleich zu zuvor, ja, auch Benze Baini ist zurück, genauso Niki Süle. Und bei Klostermann schauen wir am Ende dieser Partie nochmal drauf, was da überhaupt die Diagnose war, weil das sah nicht ganz so gut aus. Bestes Fußballwetter in der Allianz Arena, beide Teams noch ungeschlagen, Bayern trifft auf Dortmund und wir haben 2 Punkte Vorsprung in der Liga, denn wir haben nur ein Unentschieden bei parallel 8 Siegen. Die Bayern haben 7 Siege, 2 Unentschieden und kommen jetzt irgendwo natürlich auch mit Wut im Bauch. Die wollen uns heute hier niedermachen, weil wir es zuvor im Pokal mit einem 5-1 eindrucksvoll geschafft haben. Wollen sie das natürlich jetzt heute nicht nochmal so weit kommen lassen. Also eine Wiederholung ausgeschlossen. Fragezeichen. Ich hätte nichts dagegen. Mal gucken, was jetzt hier heute rauskommt. Wolf ist absolut spitze. Mit seinem Tempo da hinten drin, da macht er so gute Wege und vor allem auch defensiv. Ist er echt underrated? Das ist der erste Abschluss. Das ist aber eine Parade von Neuer, dem sowas, glaube ich, auch aktuell ganz gut tut nach den 5 Buden zuvor gegen uns. Fehler im Aufbau und jetzt wird es ein 3 gegen 1. Niki Süle ist aber da und verteidigt das bärenstark. Hat die Kugel ab in die andere Richtung, keine Zeit zu verlieren. Aber Sabitzer mit dem nächsten Fehlpass, das darf so auch nicht passieren. Aber wieder mal die Eiche, Niki Süle. Und dann gibt es wieder den Gegenzug und diesmal ist es wirklich ein bisschen gefährlicher. Aber Reus ist leider nicht mehr bekannt für sein Tempo. Da macht dann die Verletzung
Verletzungen und sicherlich auch das Alter jetzt mittlerweile einen Strich durch die Rechnung. Aber Bayern kommt und da ist Kobel. Das ist Jamal Musiala, also ein Thiago Aspas, der ja eigentlich als Bayern-Stürmer zwischenzeitlich da war, spielt heute nicht. Musiala vielleicht so ein bisschen als hängende Spitze, ich kann es euch gar nicht sagen, aber die Bayern sind da. Besser als zumindest zuvor im DFB-Pokal. Und jetzt versuchen wir es mit dem Tempo. Das ist Malen. Ich hatte schon Bedenken, dass das Aller ist. Wir sind vor Manuel Neuer. Malen, Tor. 18. Minute. Nicht ganz so früh wie zuvor im Pokal. Aber wir werden den Bayern-Schreck hier heute, den wir zuvor von unserer Seite aus haben, zu einem umwandeln, dass die Bayern sagen, wir haben den Dortmund-Schreck. 1-0, Führung. Der Gästeblock ist voll. Der Gästeblock bebt. Und wir führen den deutschen Klassiker an. Aller holt sich die Kugel. Und dann ist das eine Riesenchance. Marco Reus, 2-0! 25. Minute, die Bayern pennen! Was machen die bitte defensiv? Also ich will mich da nicht beschweren, aber das geht schon richtig stark in Richtung 5-1 oder ähnlich wie im Pokal. Kimmich hier mit dem Riesenbock, Aller bleibt dran, Adeyemi auf Reus! Und mit dem schwachen Linken, das war ja auch schon irgendwo das Erfolgsrezept gegen die Bayern im DFB-Pokal. Ich glaube, Jamie Bynoe-Gittens auch einmal mit dem schwachen Fuß und zweimal, glaube ich, auch Aller. Ja, 2-0. Also das ist hier wieder ähnlich wie zuvor. 3 Tage vorher im Pokal, also die Bayern haben gefühlt gar keine Chance. Und übrigens haben wir hier dann doch Aspas, den habe ich vorhin übersehen, mit der Nummer 9, spielt heute doch vorne in der Spitze. Und Jamal Musiala dann natürlich als Zehner, da wo er im besten Fall dann auch gebraucht wird, auf jeden Fall dahinter. Das war abseits. Die totale Unsicherung bei den Bayern, die ist absolut zu spüren. Und das haben wir uns wahrscheinlich auch selber erarbeitet. Ja, jetzt aber Wolf mal hier mit einem Fehler. Es gehört auch irgendwo dazu, aber die Bayern sind alles andere als souverän. Ja, die hören oder die fangen da gerade an, wo sie zuletzt in der Realität aufgehört hatten. Das ist die nächste große Lücke. Cancelo viel zu weit weg, Adeyemi ist unten mit dabei und der muss ins leere Tor einschießen. 33. Minute. Bayern 0, Dortmund 3. 3, das muss man sich mal vorstellen. Malen, Reus, 4-0. Es ist unglaublich! 37. Minute, Sabitzer verlagert schön auf die rechte Seite zu Daniel Malen. Der bringt eine passgenaue Flanke auf Marco Reus. Der ist zwischen Goretzka und Upamecano und keiner fühlt sich zuständig. Da wird blind angerannt, Pavard und Cancelo beide auf Malen. Der ist viel zu weit weg, das war klar, dass der zur Flanke kommt. Und Reus markiert den Doppelpack. Per Dropkick lässt der Neuer da keine Chance. 0-4. Ja, so viel zum Thema Wiederholung, Fragezeichen. Jetzt ist ein dickes Ausrufezeichen dahinter, denn es ist noch viel schlimmer als das, was im Pokal passiert ist. Marco Reus hat den Ball, Aller ist mit dabei. Aller kommt aber leider nicht vor Neuer an die Kugel. 42 Minuten sind gespielt. Dass wir ein Gegentor kassieren, aktuell unvorstellbar. Da bedarf es eine deutliche Leistungssteigerung der Bayern. Und dass es vorne weiter so geht, das sieht mal, ja, ich sag mal hier in Sachen Wahrscheinlichkeit doch schon ganz gut aus. Ich will irgendwie natürlich schon auch gerne weiterspielen, aber irgendwie auch nicht, weil ich sage, wenn wir jetzt weiterspielen und wir gewinnen hier 6-7-0 oder zu 1 irgendwie, keine Ahnung, dann ist das doch auch blöd. Also wir müssen uns was überlegen. Vielleicht sind es auch wirklich nur die Bayern, die uns hier gar keine Probleme bereiten, wobei auch ein 5-1 bei Benfica Lissabon in der Simulation wohlbemerkt und ein 5-1 auch bei Liverpool, wo wir selber gespielt haben, die lassen eigentlich vom Gegenteil sprechen. Ja, aber ich würde sagen, wir springen jetzt hier ans Ende der Partie. Ich hoffe auf maximal 2 weitere Gegentore, denn das könnte auch irgendwo so ein kleines Indiz von unserer super Arbeit sein, wenn wir einfach die deutlich wenigsten Gegentore in der Liga haben. Wir springen zum Endergebnis aus einem 0-4, wird 1-4. Jamal Musiala, 89. Spielminute. Wolf musste dann verletzungsbedingt raus. Und neben ihm wollen wir auch noch wissen, was mit Klostermann ist. Bei Klostermann sind es 2 Monate Ausfallzeit, Ellbogenfraktur. Und ganz am Anfang auf dem Spielfeld hat er sich auch noch den Arm gehoben. Und dann wurde es irgendwie zum Fuß. Keine Ahnung. Okay, 2 Monate, trotzdem bitter. Und wir haben 4 Wochen verstauchtes Knie bei Marius Wolf. Aber wir haben Rierson, wir haben Morey, wir haben Fresneda. Wir haben auf jeden Fall Backups. Wo es dann in der Champions League nach dem enttäuschenden 0-0 zum Auftakt gegen Kopenhagen nicht ganz so vielversprechend aussah, haben wir es dann ja eindrucksvoll komplett wieder in die richtige Spur gelenkt. 5-1, 5-1. Einmal an der Anfield Road, einmal zu Hause gegen Benfica Lissabon, die jetzt im Estadio do SL Benfica das Rückspiel austragen. Und wenn wir das gewinnen, dann sind wir auch bereits jetzt schon offiziell sicher im Champions League Achtelfinale. Und weil ihr 3 Tage später wieder ein wichtiges Spiel in der Liga wartet, gibt es ein bisschen minimale Änderungen. Metscher anstelle von Sabitzer und Malen kommt für Adeyemi rein und logischerweise Rierson hinten rechts für den leider jetzt verletzten Marius Wolf. Aber vom Gesamtrating nehmen die sich da gar nichts. Also, ab geht's nach Lissabon. Wir wollen zumindest mal nicht verlieren. Gelingt uns das? Es ist ein Unentschieden. Sancho mit der Führung, dann Ramos, Ramos, Doppelpack und plötzlich das Spiel gedreht. Aber Sebastian Aller trifft auch wieder mal in der Champions League. 2
2-2 ist okay. Wir bleiben trotzdem mit 4 Punkten vor Benfica Lissabon. Und wir wollen gegen Liverpool vielleicht einen Unentschieden rausholen oder zumindest mal gegen Kopenhagen gewinnen. Und dann sind das die 3 Punkte, die uns spätestens da in Richtung Achtelfinale katapultieren. Und dann auch in der nächsten Folge drankommen, genauso wie das nächste Spiel in der Liga gegen Leipzig. Da werden wir selber reingehen. Bochum werden wir wahrscheinlich simulieren. Genauso vielleicht auch Kopenhagen in der langen Simulation. Bei den Wölfen kann ich es euch noch nicht sagen. Im DFB-Pokal gerne auch natürlich weiterkommen. Und dann, ja, muss man überlegen, ob man eine große Folge draus macht, sodass man dann bereits in der übernächsten in die Wintertransferphase geht oder ob man das nochmal aufteilt, November, Dezember und dann halt die Wintertransferphase plus den Rückrundenauftakt. Es steht auf jeden Fall einiges an, jetzt dann auch wichtige und entscheidende Wochen vor der Wintertransferphase, zum einen in der Liga, zum anderen bleiben wir im Pokal mit dabei und natürlich auch geht die Reise in der Champions League weiter. Ich will es hoffen, Platz 1 haben wir jetzt erstmal wieder hergeben müssen an Liverpool nach dem nur Unentschieden, wobei die sich auch schwer getan haben mit einem nur 3-2 gegen Kopenhagen. Das ist unser nächster Gegner. Gewinnen wir dieses Spiel, dann kommt es am letzten Spieltag zu Hause gegen die Reds an, wer natürlich gewinnt. Da geht es dann um den Gruppensieg. Am Dienstag geht es auf jeden Fall direkt weiter mit der Dortmund-Karriere. Checkt das sehr, sehr gerne ab, sodass wir dann auch im Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag mit der nächsten Folge wieder reinstarten können. Wir wollen auf jeden Fall ein bisschen Aktivität haben. Ich hoffe, das gefällt euch. Ich habe richtig Bock. Mir macht die Karriere ultra viel Spaß und euch auch. Das sehe ich anhand eurer Aktivität. Folgt mir gerne auch auf Instagram. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.